Hallo liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Bauchplatscher. Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Bauchplatscher wollen wir euch jetzt vorstellen. Wie heißt es eigentlich korrekt? Bauchplatscher. Platscher. Platscher, was sagt der Papa immer? Bauchplatscher. Flatscher. Ja, immer die, der diese Bartner hier mit ihrer Ausdrucksweise. Das ist ab 6 Jahre das Spiel für 3 bis 6 Spieler, geht 20 Minuten, ist ein kleines Mensch, ärger dich nicht Spiel. So kann man es dann wirklich sagen. Wir demonstrieren das euch jetzt in der Partie zu viert. Die Mama sitzt nämlich da drüben, die spielt nämlich auch gleich mit. Die Alina ist 5, der Elias ist 7 und das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt schon Chips verteilt, okay. Hier das habe ich gedacht. Okay, jeder kriegt so einen Chip. Und nur er selber darf ihn aufnehmen. Und die anderen dürfen ihn nicht sehen. Genau, den schaue ich mir an. Diese Spielerfarbe spiele ich jetzt. So, und hier stehen alle Spielfiguren. Ich will anfangen. Du darfst gleich. Moment! Unter diesen Figuren sind die Zahlen von 1 bis 3. Und jetzt ratet mal, was ihr machen müsst. Ihr wollt natürlich die anderen Spielfiguren in den Pool schubsen. Das heißt, in dem Fall, Alina sucht sich irgendeine Figur aus, zeigt die Figur allen. 1. Das ist eine 1 und fährt jetzt im im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn weiter. So, dann bin ich dran. Was habe ich? Okay, ich nehme mal diese Figur und ich habe eine 2 in dem Fall und zack, der fliegt rein hier. Die Figuren werden übrigens vor Spielbeginn beklebt. Das ist natürlich ganz witzig gemacht, so einer kleinen handlichen Box. Und 2. Man kann je nachdem auch von leeren Feld stehen bleiben. Und jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit. Derweil spielen wir einfach weiter. Landet man auf dem Sprungbrett, dann kann man eine Vermutung aussprechen. Man kann zum Beispiel sagen, der Spieler hat diese und diese Farbe. Stimmt die Vermutung, dann fliegen alle Farben dieses Spielers in den Pool. Liegt man aber falsch, dann verliert man alle seine eigenen Figuren, ist dann quasi aus dem Spiel. Das ist die einzige Möglichkeit. So, wie lange geht das Spiel übrigens? Naja, bis noch 2 Farben übrig sind. Also in dem Fall ab 3 Spieler natürlich. Bis 2 Farben übrig sind. Und derjenige, bin ich schon wieder dran, 2. Und derjenige, der näher am Sprungbrett steht, im oder gegen Uhrzeigersinn, hat dann das Spiel gewonnen. Also recht simples Spiel. Ich glaube, wir können sogar noch ein bisschen zeigen. Je nachdem können wir euch die komplette Sequenz zeigen, weil das Spiel geht ja wirklich schnell und ist richtig einfach gemacht. Natürlich ein kleines Ärgerspiel, ein glücksbetontes Spiel. Aha. 1. Na, 2. So, und wahrscheinlich scheidet jetzt dann bald der Erste aus. Im Moment ist es noch richtig eng. Wir sind alle 4 noch dabei. Die 2 von Chips der 2 übrigen Spieler, die sind auf der Seite, 2. die Spielerchips. 1, 2. Ihr merkt, Frustspiel, Ärgerspiel. 1, 2. So, jetzt... Keine Vermutung. Okay, sehr gut. Was hätte es der Papa gemacht in der Situation? Was hätte er gemacht? Eine Vermutung. Und liegt er meistens richtig? Nein. Genau, wir spielen weiter. Bringt eh nichts. So. Oh, jetzt wird's taktisch. Also von wegen so hoppla hopp gespielt. Ein bisschen überlegen muss man schon bei dem Spiel. Was ist das? 1, 2. Okay. Vorsicht, dass man die Zahlen nicht aufdeckt. 2. 1, 2. Ja, dann machen wir mal hier weiter. 1. Jetzt sind wir jetzt noch dran. Schöne Reihe nach. So, offiziell ab 6 Jahre, ihr merkt, Alina ist 5 Jahre, wir haben ein paar Partien gebraucht, dann war sie aber sofort drin und kann sofort mitspielen, weil so schwer ist es ja gar nicht, zahlen die ja davon 1 bis 3. Man lernt hier übrigens Frustverträglichkeit, das gleich mal vorneweg, auch bei Melias ist das der Fall. Also wer verlieren nicht mag, der ist genau bei diesem Spiel richtig. Oder er lernt es bei diesem Spiel. Ja, diesmal wird es ja richtig eng, alle 4 Farben noch dabei. 2. Okay, so, was haben wir hier? Die 1. Alina. So, welche Farbe? Ah, rot. Ist eigentlich einer rot? Nein. Rot ist schon länger. Ah, rot ist schon weg. Von wegen alle Farben noch dabei, aber jetzt wird es richtig eng. Also rot war auf jeden Fall von dem neutralen Spieler welche der Chip. Welche Farbe war ich? Wie so ein Chip. Du schaust öfter, ich kann es mir aber auch nicht merken, muss ich ehrlich sagen. 1. Oh, wer ist gelb? Wow, Mama ist diesmal draußen. Oh, ich gegen die Kinder. Ich habe gute Chancen, mal das Spiel zu gewinnen. Mal schauen. So, die Alina ist dran. Übrigens, die Alina ist momentan die Beste in dem Spiel. 2. Ah, jetzt macht die mir es echt. Hier, was haben wir hier? 2. 1, 2 fahre ich jetzt mal.
Ich fahre mit dem. Ja, wie viel? Zwei. Wer ist blau? Wer ist blau? Oh, Finale! Ich gegen den Elias. So. Eins. Du bist dran. Jetzt wird spannend. Drückst du mir die Daumen oder Elias? Zwei. Weißt du nicht. Eins, zwei. Eins. Ich weiß, was jetzt überlegt. Gehe ich zum Sprungbrett? Mach eine Vermutung. Tipp auf den Papa. Eins. Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann bleib ich da stehen. Eins, zwei. Ich weiß nicht. Machst du eine Vermutung oder nicht? Ja, ich denke, du bist die. Ja! Nein! Ich war grüner. Und das war Bauchplatscher. Oder? Ja. Und letztes Mal hast du gewonnen, glaube ich. Und jetzt kommen wir noch zum kleinen Fazit. So, die Alina ist raus. Die Silke findet es ganz solide. Ich sag auch ganz okay. Der Elias sagt... Okay, also nichts Besonderes. Und die Alina? Okay, ganz klar, natürlich. Was ist okay, warum? So für dich und durch, oder? Mhm. Elias, was würdest du sagen? Muss man nicht täglich spielen, oder? So ab und zu kann man es mal spielen. Oder, was meinst du? Okay, wer hat aber nichts verpasst, wenn man es nicht gespielt hat, oder? Mhm. Und Alina? Okay, also, wie gesagt, geteilte Meinung, wobei die Tendenz geht eher zu einem durchschnittlichen Spiel. Kann man spielen, muss man nicht spielen. Ist aber wirklich schön gemacht vom Design. Alles mit den Figuren beklebt, natürlich super Thema. In der Dose natürlich auch für mehr Spieler. Schnelles Spielchen, einfache Regeln. Ist ein Spiel, wo man auch mal mit den Omas oder Opas oder Onkel und Tanten oder zusammenspielen kann, wo andere Kinder mitspielen können. Aber Frust spielt bei dem Spiel durchaus eine große Rolle. Das muss man auf jeden Fall bedenken. Ansonsten lernt man was in dem Spiel. Also, wenn ihr es nicht gespielt habt, habt ihr es nicht verpasst, aber der eine oder andere sagt vielleicht jetzt, oh, das ist ein cooles Spiel, dann macht ihr auch auf jeden Fall nichts falsch bei dem Spiel. Das auf jeden Fall. Jetzt sage ich tschüss, bis bald und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen hoch und oder ein Abo. Abos. Werden wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss, macht's gut, bis bald. Ciao. Bye, bye, auf Wiedersehen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut einfach mal in den Abspann jetzt rein oder unten die Beschreibung, da gibt es einige Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt und ich sage schon mal herzlichen Dank und bis bald.